Kennst du die Geschichten um Yol Gurmak? Dann erzähle sie uns doch einmal. Also ich weiß tatsächlich, dass Yol-Gurmak als Heptagramm gebaut worden ist. Ich weiß, dass es dort Dämonen gibt, zuhauf, dass es die heilige Stadt von Agrimmoth ist, die im stetigen Wandel ist. Und ich weiß, dass es dort, ja, so Leute wie Galotta rumgeistern, die nicht sonderlich nett sind. Ich weiß nicht, ob es die Magierakademie da 1026 schon gibt. Aber auf jeden Fall ist da die Pentagon-Akademie von Yol-Gurmak, die da irgendwelche verrückten Paktierer-Magier hervorbringt. Ausspuckt. Dann füllen Ausspuckt. wir doch mal mit deiner gelungenen Probe mit dem Spielerwissen auf, beziehungsweise was weiß denn Nemea über Yol Gurmak? Absolut nichts. Absolut gar nichts. Nein, ich habe mich nicht gespoilert. Gut. Abelmir, was kannst du uns über Yol Gurmak erzählen? Yol Gurmak, ehemals Isilia, wurde im Zuge der Bobat-Invasion überrannt, dem Erdboden gleich gemacht und als Yol Gurmak wieder aufgebaut. Hauptkult ist Agrimmoth, beziehungsweise der Herr der Rache, Tyr Akraman. Galotta als selbsternannter Dämonenkaiser herrscht über diese Heptarchie. Die Stadt ist im stetigen Wandel. Infolge des Paktes oder des Splitters des Agrimods, mit deren Hilfe Galotta die Stadt umbaut und erweitert, zu welchem Zweck auch immer. Ja. Klingt schon mal gut. Kann Schoko ergänzen? Nein. Auch Jala. unwissend. Mein Auge liegt da. Dein Auge liegt da. Naja, jetzt vermute ich nicht mehr. Erzähl uns mehr. Hast du an den Pforten von Usilia gestanden? Das ist richtig. Eigentlich zu spät. Hast du also nur eine verbitterte Erinnerung an diese ehemalige weiße Stadt? Johnny, was weißt du über Yol Gurmak? Also Leonardo der Mechanikus müsste dort leben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auf jeden Fall ist es so, dass dort die höchsten Gebäude Aventuriens stehen. Denn die Baukunst der Dämonen mag vielleicht chaotisch sein, aber sie haben trotzdem die höchsten Gebäude hervorgebracht, die nur noch von den Bergen Aventuriens übertroffen werden. Richtig. Leonardo der Mechaniker wurde wohl vor einiger Zeit entführt aus Havena. Ein herausragender Mechaniker, Feinmechaniker, ein Genie, ein Sohn der Hesinde, könnte man fast sagen, oder von Nandus. Und er wurde, wie gesagt, bei einer Aktion von Dämonen aus Havena entführt und seitdem ist er verschwunden. Gut, das ist das, was Ragnar alles weiß. Und während er das Ganze in Gedanken durchgeht und sich ein Kloß in deinem Hals bildet, könnt ihr auch die Totenwache von Reichsbüchter Brynn wieder verlassen. Gemeinsam geht es zurück, könnt dann in einem Hotel, in einer Bleibe nächtigen und trefft euch dann nach 8 Stunden wieder in der Zentralregistratur der KGIA. Ihr könntet natürlich in den 2 Stunden, die euch noch bleiben, einkaufen, wenn ihr mögt, oder irgendetwas anderes tun. Ansonsten eine Regeneration. Kommt drauf an, wo ihr seid. Wenn ihr unten bei der Herberge der gütigen Travia seid, dann ist es einfach nur eine Regeneration mit 1W6 plus 1. Ja, doch, klar. Und Abelmir und Iolaus bekommen sogar eine plus 2, wenn sie in der Magierakademie sind. Ja, dann wahrscheinlich dann im vollen Humpen, Wollen oder? unten. Ja, dann kriegst du auch eine plus Ähm, 1. wir sind verarztet worden von Jolaus, richtig? Er hatte was gesagt. Wenn er die Probe vorhin gewürfelt hat und auch dann für euch Ja, geschafft hat, dann mit würdet 12 Punkten ihr. über. Ja, dann würdet ihr. Wie viel kriegt ihr dazu? Ein W3 oder ein Ein W6? Drittel Sternchen. Nee, bei Drittel der Sternchen. Ja. Erstbehandlung, glaube ich, die Hälfte. Ein Drittel Sternchen und dann bei den Folgebehandlungen. Warte, ich habe doch einen Spickzettel. Dann müssen wir Wird, nicht es mehr wird, warten. es wird vermutlich keine Rolle spielen, die Tage, die ihr dann zur Regeneration habt, wo dann erstmal keine Kämpfe kommen, werdet ihr sicherlich dann irgendwann wieder voll sein. Aber Jedenfalls bei der für diesen Erstbehandlung. Tag, falls eben noch irgendwas ist, könnt ihr das erstmal ganz normal machen. Ja.
Bei der Erstbehandlung gibt's die Hälfte. Also wenn er 12 über hatte, die 6. Gut. Plus 6 für jeden. Ich habe eine Frage. Und zwar, ist Ömer zur Herberge der gütigen Travia zurückgekehrt? Ja. Alles klar. Dann würde ich ganz gerne mich mit Ömer zusammen hinsetzen und mal versuchen, da herauszufinden, was wir da überhaupt aus dem Hesindetempel mitgenommen haben. Ich kenne da... Also, wir sollten herausfinden, ob das Zeug irgendwie magisch ist. Magische Sachen sind meistens mehr wert. Ah, okay. Wir legen das ganze Zeug sozusagen auf den Tisch vor uns, was wir da sozusagen aus dem Hesindetempel mitgehen haben lassen. Also diese Steine sehen mir scheiße aus. Er guckt auf diese Wackersteine, die aus einer Mauer sind. Das sieht wirklich bekannt aus. Also im Dunkeln sah das, glaube ich, alles besser aus. Da konnte man nichts erkennen. Das stimmt. Guck mal, was wollen wir eigentlich mit diesen widerlichen Sandalen? Die sehen so aus, als wenn man sie berührt, zerfällt. Ja. Die riechen noch ein bisschen komisch. Ja. Na egal. Also, kennst du da irgendwie einen vertrauenswürdigen Typen, der irgendwie sagen kann, jo, die Sachen sind magisch, weil Abel mir ist der Letzte, den ich fragen werde. Weiß mal, also den würde ich auch nicht fragen. Ja, genau. Also tatsächlich, magische Kontakte habe ich so tatsächlich nicht. Ich habe da so einen Typen, der immer behauptet, von wegen, ja, hier, das und das ist magisch, aber wirklich trauen kann man dem nicht. Ich kenne da noch so einen urtölemidischen Trick, den habe ich mal gelesen, den haben da irgendwelche Koptanim sozusagen früher wohl gemacht und Anwärter der Koptanim. Den könnten wir versuchen. Der soll wohl auch gehen, an den man nicht zaubern kann. Was ist denn so ein Koptanim? Naja, Koptanim sind eben die großen Zauberer gewesen aus dem Diamanten-Sultanat von früher. So wie hießen die früher. Aber haben die dann nicht ihre Magie benutzt, um das herauszufinden? Aber egal, verrat mal den Trick. Pass auf. Wir wackeln an dem Tisch und an dem Klackern der Geräusche kann man dann hören, ob das anders klingt als normale Sachen. Und dann kann man herausfinden, ob das magisch ist. Oder zumindest habe ich mir sagen lassen. 100% sicher, dass das klappt? Natürlich nicht. Ich meine, das könnte auch Charlatanerie sein, aber das kann auch sein, dass das ein alter Trick ist, den die Schüler der Koptanim wirklich gemacht haben. Ah, okay. Ja gut, dann lass uns das mal ausprobieren, würde ich sagen. Ja. Ömer und Ragnar wackeln leicht an dem Tisch, dass es überall klackert und rappelt ohne Ende. Und zwischendurch lässt Ömer dann kurz den Tisch los, lässt Ömer Ragnar alleine rappeln, nimmt das Ohr, legt das nochmal an die Sachen dran. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Ding sieht magisch aus und das. Die beiden, das glaube ich schon. Nein. Lausch nein. Auch mal. Guck mal, hier die drei. Die drei klingen doch ganz anders. Und ich deute auf drei andere Objekte auf dem Tisch. Also ich glaube, dass das Ding hier magisch ist. Frosty, was für Dinge halte ich denn für magisch? Sag mal, wie sehen die aus? Ja, also ganz generell einmal eine Beschreibung der Dinge, die ihr wohl eingesteckt habt. Das kann mal Ragnar machen, der wollte da irgendwie reinlaufen. Alles klar. Also erst einmal haben wir natürlich so komische Puschen, die man ja wahrscheinlich hier im Mittelreich überhaupt nicht trägt, sondern eher irgendwo in den Tulamidenlanden oder wo es wärmer ist. Das sind nämlich irgendwelche sehr alten und ausgelatschten Sandalen, die ja wahrscheinlich auch ein bisschen miefig riechen und an denen der Geruch der Jahrtausende dran gehaftet ist. Dann haben wir noch einmal irgendwie so komische ja, Zinnfiguren oder sowas, die relativ modern aussehen. Porzellanfigürchen. Aber, ja, Porzellanfigürchen, von denen man, ja, die sehen jetzt aus, als könnte man sie an irgendjemanden, der die Kunst schätzt, vielleicht verkaufen könnte. Aber die sind definitiv magisch, meint Ragnar. Dann haben wir, wie auch immer wir die mitgeschleppt haben, 8 Folianten voll mit irgendwelchen Pflanzen. Also da haben wir getrockneten Blumen, die zwischen den Seiten liegen. Ragnar schaut sie, überschaut sie das an, denkt sich, was machen wir, warum machen die Blumen dazwischen? Sind die bescheuert? Also was ähnliches denkt Ragnar sich auch, aber ja, wird schon irgendwo seinen Sinn haben. Die Sinnekirche sammelt doch eigentlich nur Artefakte und Artefakte sollen auch eigentlich viel wert sein. Dann die guten alten Steine, warum auch immer die dort aufbewahrt worden sind. Die sehen aus wie Pflastersteine. Ja, schon so ein bisschen. Ja, irgendwie so, die man auch in der Straße verlegen würde, warum auch immer ja. Die da liegen. Und dann haben wir nochmal die Abbilder meiner beiden Lieblingskaiser aus der neuzeitlichen Geschichte, und zwar Bardo und Cella. Was ist denn für Steinköppe hier? Wer sind die beiden? Ja, guck mal, das ist Bardo und das ist Cella. Die waren irgendwie zusammen Kaiser und Kaiserin. Und die wurden dann von Kaiser Reto, der dann mal ein bisschen Ordnung ins Kaiserreich bringen wollte. Alles klar, so Kaiserköppe könnten bestimmt was wert sein. Ich hoffe, nicht. Nein, die wurden vom Volk gehasst.
Wo seid ihr gerade? Seid ihr bei euch oben im Zimmer oder wie ist das? Ja, bei uns im Zimmer, klar. Wir haben auch einen Schemel genommen, wenn wir keinen Stuhl hatten oder so, irgendwas, woran man mit rappeln kann. Oh Mann, hier noch so ein Buch, aber das kann ich gar nicht lesen. Das ist irgendeine Schrift, die ich nicht lesen kann. Zeig mal. Was ist das denn für eine komische Schrift? Das sieht aus wie... Das sieht aus, als hätten irgendwelche kaputten, gebrochenen Kinder hinter das gemalt. Ja, es klopft, ja. Es klopft an der Tür und wenn ihr nicht abgeschlossen habt, dann geht sie jetzt auf. Tuschelschäden in der Tür. Ey, was rappelt ihr denn da? Natürlich haben wir abgeschlossen. Die Tür ist natürlich abgeschlossen. Natürlich, ja, okay, dann durch die Tür. Ja, was rappelt ihr denn da? Durch das Holz gedämpft. Ja, geht dir gar nichts an. Wer bist denn du? Tosche ist hier. Ja, wir haben später, wir haben gerade was zu tun, wir kommen gleich. Er hämmert ziemlich laut der gegen die Tür. Seid doch mal ruhig da drinne. Ja, wir sind doch ruhig. Okay, und was ist das da? Das sieht irgendwie ein bisschen gruselig aus. Auch so ein Buch. Wir haben ja nur Bücher mitgehen lassen. Und der größte Teil davon, den können wir nicht mal lesen. Das kann ich auch nicht lesen, was steht denn da? Oh, warte. Ich glaube, die Buchstaben kenne ich. Ist das nicht... Ich guck mal Ömer an. Ist das nicht Zayat? Ja, Ömer schaut mal. Ist das Zayat Meister? Könnte sein. Zumindest das ein oder andere... Ja, da ist noch... Moment. Ömer hat Zayat auf 2? Wenn ihr aus dem richtigen Winkel lest, könnt ihr tatsächlich irgendwie was auf Kuslika Zeichen erkennen. Zumindest die Überschrift wurde wohl übersetzt. Codex Dämonis. Ist aber nur aus einem Winkel zu erkennen. Ist wohl. Ist das rotes, getrocknetes Blut? Das sieht mir aus wie Zauberschrift. Guck mal, wie das kann man so rum lesen, so rum nicht. Das ist auf jeden Fall Zauberschrift. Das Buch ist magisch, das sage ich jetzt. Das kann man gut verkaufen, glaube ich. Auf jeden Fall. Und das sieht auch irgendwie cool aus. Aber was heißt dieses Dämonis? Naja, weiß ich doch nicht. Das ist doch nicht meine Sprache. Oder das Codex. Du könntest mich fragen. Das ist vielleicht so ein Ehrenkodex? Codex, das ist so eine Magiersache. Ich war mal mit Abelmir in der Akademie, da haben die ihm auch gesagt, hier, nimm an der Tür so einen kostenlosen Billig-Codex mit. Also Codex scheint das Wort zu sein für billige Bücher. Vielleicht können wir das ja Abelmir verkaufen. Eine Flöte aus Elfenbein. Also lieber schmeiße ich den Krempel weg, als mich von Abelmir verhaften zu lassen. Diese Weißmagier sind alle geistig behindert. Ach so. Ja, okay, das kann sein. Aber Abelmir fand ich eigentlich immer ganz nett bis jetzt. Ah, genau, erzähl dir mal von irgendwelchen Verbrechen. Das ist das Erste, was er tut, zu sagen, ja, okay, ist ja ganz toll, jetzt komm, gehen wir mal zur Stadtwache, da kannst du das gleich mal büßen. Und dann kriegst du die Hand abgeschlagen oder so ein Scheiß, der Spinner. Bestimmt. Ja, die sind alle nicht ganz koscher. Aber wenn man weiß, was man ihnen erzählen muss, dann kann man mit ihnen leben. Ja, aber trotzdem, wir können ja nicht irgendwelche Sachen hiervon zeigen. Ich meine, wir sind direkt in der Stadt. Das stimmt. Was ist das hier für ein Ding? Da sind irgendwelche Dinge, Kügelchen, die sich bewegen an irgendwelchen Stäben. Was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Ding? Keine Ahnung. Hast du das nicht eingesteckt? Aber das ist garantiert magisch. Das habe ich auf jeden Fall eingesteckt, aber was ist? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja. Sieht mir aus, als wenn das auch was mit Magie zu tun haben könnte. Und das hier? Ich deute mal auf so einen Stock. Ja, ich würde sagen, das ist... Ein Zauberstab! Ein kleiner Zauberstab! Ja, der gleichzeitig auch noch irgendwie, wenn man den richtig aufstellt sozusagen, deswegen hat er auch so ein V da oben drin sozusagen und so einen Strich da unten dran. Nein, den hält man andersrum, guck mal. Den muss man so rumhalten und ich halte ihn dann oben an diesen, an den beiden, ja, an dem Dreieck quasi fest. Mit dem Mittelfinger irgendwie so da durch dieses Dreieck durch. Also zum Zustechen mag das vielleicht schon besser sein. Hier, guck mal, schon wieder irgendwas mit Schreiben, oh. Steintafeln? Hast du Steintafeln eingesteckt? Hast du sie nicht alle? Jetzt hat man auf Nurbaras nur Steintafeln. Ich will ja nicht sagen, ne? Ach ne, warte, die Steine habe ich auch eingesteckt, verdammt. Irgendwas habe ich mit den Steinen heute. Oh, Junge. Was machen wir mit den ganzen... Also ich bin ja dafür, da oben diese Steine, diese Pflastersteine, die feuern wir weg. Nein. Immer da... Also, warum haben die hier, sind die Kirche denen dabei? Weiß ich doch nicht. Okay, dann behalt die. Die Steine gehören schon mal dir. Wunderbar. Das ist ja unbeschreiblich. Also die sind bestimmt magisch. Ach nee, die Porzellanfiguren sind bestimmt magisch. Komisch. Ach, guck mal, was ist das hier? So, diese Kette hier? Glaubst du, wird das auf, wenn ich die trage? Die sind ganz hübsch aus. Ja, nimm die, wenn du sie willst. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ich bin sowieso dafür, du kennst doch hier bestimmt einen Hehler. Dem können wir den ganzen Krempel mal vorstellen. Zu allem hat er uns einen Reißsack vorher mal weg. Wir gehen zu Alonso. Ja,
Wer auch immer Alonso ist, du kennst ihn, dann wird er uns da schon irgendwie einen Preis für anbieten. Dann können wir uns entscheiden, ob wir das verkaufen. Ja, genau. Ja, guter Plan eigentlich. Wollen wir das jetzt machen oder wollen wir es erstmal aufs Ohr hauen? Ja, ich schlafe jetzt erstmal. Der ganze Scheiß wird schon nicht wegkommen. Das denke ich auch. Aber ich gehe, glaube ich, nochmal kurz mit Tusche nach unten reden. Nicht, dass der jetzt irgendwie denkt, hier... Obwohl, mit dem habe ich sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich wollte sagen, hat der dich nicht voll in die Falle gehauen? Ja, ich habe Jalan verpfiffen. Ja. Ja, ich muss mal gerade kurz zu meinen Eseln. Ich habe mal ganz... Nee, warte, das muss ich selber nachgucken. Ja, und Ragnar würde dann, nachdem er die Sachen dann wieder zu gleichen Teilen in seinen und Ömers Rucksack, beziehungsweise falls Ömer die Sachen nicht in seinem Rucksack ist, sondern woanders aufbewahren will, ja, quasi verteilen. Ömer hat aber gesagt, komm, ich steck mal das Buch ein, bis wir dafür einen Käufer finden. Das Buch scheint mir nicht gerade dünn zu sein, dieses Codex hast du nicht gesehen. Ja. Dann, weiß nicht, die Sandalen, also wenn wir im Tullamitischen Raum wären, könnte man die anziehen, aber die haben einen komischen Geruch, die will ich nicht. Die anderen Bücher will ich auch nicht. Ich steck noch dieses, obwohl das ist so zerbrechlich, wenn ich das in meinen Rucksack lange transportiere, wird das dann bestimmt kaputt gehen. Guck dieses Instrument an, was er da so hat, mit diesen Kügelchen und diesen, naja, Halbsphären gelagerten Dingen, die man da irgendwie so mechanisch bewegen kann. Ich weiß nicht, was das ist. Haben die anderen noch irgendwas vor, während sich die anderen um die Aufteilung der Beute bemühen? Es ist jetzt Nacht, ja? Eigentlich schon. Also du kannst es dann auch am nächsten Morgen machen, wenn du möchtest. Ich würde schon ganz gern bei Meister Eisinger vorstellig werden und Abel mir auch mitnehmen, wenn der einen Termin hat. Ja, ne, komm mit. Dann könntest du auch Iolaus mitnehmen, weil Iolaus und Abel mir laufen ja gemeinsam dann von der Akademie zurück. Ja, wenn er will. Also Iolaus hatte zumindest auch vom Helden. Ich nehme auch die Zwerge mit, wenn die mir über den Weg laufen. Ja, also könntet ihr dann tun, könntet ihr dann machen. Hatte er? Das sind ja genau, das sind ja diejenigen, denen, glaube ich, noch die Auftragsarbeit fehlt. Das weiß ich ja eigentlich nicht, aber... Genau, eigentlich wisst ihr das nicht, aber zufälligerweise hat der Heldenschmied eben auch vom Schicksal berufen, euch alle eine der Waffen geschmiedet von ihm. Da haben wohl die Götter ihre Hände im Spiel. Gut, dann könntet ihr, nachdem ihr ausgeschlafen habt, in Richtung Buninator gehen. Und alle gemeinsam dann beim Heldenschmied Thorn Eisinger vorstellig werden. Es sei denn, ihr möchtet da nicht hin. Natürlich. Hätte ja sein können, dass Torgosch keine Waffen annimmt von einem Menschen. Was tut? Wenn er mir eine schenkt. Ja. Dadurch, dass du da vor kurzem einen Drachen umgebracht hast und das wohl in Albenhus dann auch sehr bekannt geworden ist, hat er sich dann dazu entschieden, dir eine Waffe zu fertigen und das war unter anderem eben auch noch eine der Sachen, die sind dir ein bisschen empfallen, aber jetzt, wo Jalan es wieder anspricht, ja klar, irgendein Mensch wollte dir eine Waffe schmieden. Oh ja. Vielleicht kann man die ja behalten und damit sich das Brot schneiden oder so. Wollt euch doch wohl nicht mit einer Klinge von Meister Eisinger das Brot schneiden. Sagst du jetzt so, als müsste ich wissen, wer Meister Eisinger ist. Der. Gehen wir einfach. Ja, bei der Schmiede von ihm angekommen, könnt ihr wohl noch einige andere Leute erkennen, die dann gerade enttäuschten Blickes davor stehen, weil sie keine eigene Waffe bekommen. Noch ein bisschen wurde da diskutiert, aber eine sehr kräftige junge Frau schiebt die dann einfach raus, hat dann noch mehr Oberarme als Jalan und könnt dann eben ja zu ihm vorgelassen werden, wenn ihr euch vorstellt. Nickt euch zu und schlägt dann ein Tuch beiseite, in dem noch 4 Dolche beziehungsweise Kurzschwerter, Säbel, man könnte sie führen, wie man möchte, je nachdem. Sie haben einen ganz merkwürdigen Schliff, glänzen in der Sonne, sind dann wohl auch mehrfach gefaltet. Eine herausragende Schmiedearbeit, während sie hier noch liegen, noch glänzen, schimmern. Ja, nimmt da das Tuch beiseite. Das sind die Arbeiten, die ich für euch angefertigt habe. Und sie sehen ganz hervorragend aus, Meister Eisinger. Ja, Handwerk. Askanischer Stahl von euch.
Handwerk steht auch im Rufe nichts nach. Dürfen Sie, wir Sie berühren einmal? Selbstverständlich, sie gehören euch. Sie sind auch alle baugleich. Ich nehme mir eine und halte sie erstmal gegens Licht. Ich nehme auch so eine Waffe und gehe mal zwei Schritte beiseite und mach mal so ein paar Probeschwünge. Oh, wie kurios, eine Waffe habe ich ja noch nie gesehen. Ja, Torwart nimmt die auch in der Hand und sieht damit ganz, ganz ungeschickt aus. Das sind die letzten, die ich angefertigt habe. Die anderen sind schon auf dem Weg zu den anderen Helden. Unter anderem Kiaras Karinor, der wohl auch mit euch herumlief. Und er wird sich sicherlich ganz besonders freuen. Er hatte ja einigen Zwist mit eurer Handwerksgenossin aus Kunchon. Ja, die ist etwas schwierig. Aber sind wir das nicht alle? Auf die eine oder die andere Weise. Sagt, ich hätte eine Frage. Ihr kennt euch ja mit den Gesetzen der Stadt aus, besonders was die Schmiede angeht. Es gibt da einen Schmied, den ich kennenlernte. Ich schulde ihm einen Gefallen. Und er sagte, dass er wohl als Ausländer keine Lizenz hätte, sein Handwerk auszuüben. Wisst ihr, wie genau das vonstatten geht? Bürger der Stadt sein, an die Gelder bezahlen. Da bekommt man sicherlich auch eine Zulassung. Zumindest für eine eigene Schmiede. Wenn man sich bei einem anderen Schmiedemeister anschließt, dann muss man nur sein Handwerk verstehen. Und dann kann man dort sein Handwerk ausüben, ohne an die Gilde seine Lizenz bezahlen zu müssen, oder wie? Wenn man in einem anderen Meister arbeitet. Ich habe wenige Lehrlinge, die ich hier dulde. Er deutet einmal auf die Frau, die gerade die anderen rausgeschoben hat, unter anderem auch einen riesigen Trollzacker, der sich doch beschwert, meine Tochter. Wie gesagt, ich nehme wenige auf, die meinen Anforderungen genügen, die ich nicht selber ausgebildet habe. Und wenn ihr geneigt seid, könnt ihr den Mann ja auf Herz und Nieren testen. Schließlich sagt Ingrim ja auch, man soll den Stahl nicht fortschmeißen, bevor man ihn besehen hat. Ja, dann schick ihn zu mir. Schick ihn zu mir, ich sehe ihn mir an. Aber garantieren kann ich für nichts. Natürlich. Sagt Meister Eisinger, ihr verfügt doch bestimmt über hervorragende Kontakte in dieser Stadt, oder? Ich suche eine Unterkunft. Nicht zu billig, nicht zu teuer, aber es sollte sauber sein. Darauf liege ich extrem viel Wert. Ja, dann kann ich euch verraten, dass ihr im Sonnengrund wohl weniger Erfolg haben werdet. Schwierige Gesellen, schwierig. Ich dachte mir an das Arena-Viertel oder vielleicht Altgard? Altgard, ja, ist natürlich ein bisschen teurer, genauso wie das Schlossviertel oder Heldenberg. Aber im Arena-Viertel werdet ihr sicherlich was finden. Vielleicht ein bisschen in Richtung Tempelhöhe. Südlich der Arena werdet ihr sicherlich was finden am Stadionmarkt. Wo könnte ich mich dort erkundigen? Gibt es dort Anschläge? Sicherlich, Moment. Ich kann euch einmal dir einen Zettel für mich. Natürlich. Rucksack in den Rucksack vom Rücken und kam da so ein bisschen. Keine Freundin von mir, aber wohl eine Bekannte. Ihr Mann ist vor kurzem verstorben. War wohl eine ehemalige Sattlerei. Sind dann zwei Stockwerke frei geworden. Im oberen und zweiten Geschoss. Da könntet ihr entweder euch eins mieten oder gleich beide. Sucht zumindest nach Nachbietern. Könnt ihr mir den Weg beschreiben? Ja, deswegen das Pergament. Hier. Das ist gewiss. Straße. Reich ihm so. Ja, notiert da ein bisschen was und nickt dir zu. Vielen Dank. So, aber jetzt raus. Ich bin kein Fremdenführer. Wir wollen eigentlich nicht hin, aber Arbeit behindern. Ingrim zum Gruße und fröhliches Schaffen. Ingrim, murmelt er nur noch. Und ich gehe nochmal zu und gehe dann wortlos in der Arme her. Gut. Ja, die Zeit schreitet weiter voran. Möchte Ragnar sich noch mit Tusche schlagen oder diskutieren? Wie sieht's da aus? Nicht schlagen. Ich würde mich ganz gerne zu ihm setzen. Ja. Na, Tusche, wie sieht's aus? Ja, noch ein bisschen Kater von gestern, aber wird schon.
Man weiß ja, worauf man sich einlässt. Ich würde sagen, die nächste Runde Bier geht auf mich oder willst du nichts mehr trinken? Erstmal nicht. Okay. Aber hör mal, das, was du da mit Yalan gemacht hast, das war ziemlich scheiße von dir. Wer? Du erinnerst dich nicht mal mehr dran. Du, ich hab dir gesagt, ich vertrag den Alkohol nicht so. Na, du bist jetzt gerade nüchtern, oder? Aktuell schon. Wie viele Leute sind hier in dieser Taverne? Schaust dich um, kannst wohl noch erkennen, wie da Finn gerade eine Schatzkarte verkaufen will an zwei, drei andere Mylas-Gründer, die lehnen aber auch nur ab und lachen hinaus. Kannst wohl noch erkennen, wie Wunderhammer da sitzt und ja, sind so ungefähr 5, 6 Leute jetzt neben dir da. Alles klar, ja, dann schaue ich ihn an, dann wirst du dich hier daran vielleicht ein wenig besser erinnern können. Und Ragnar steht auf. Wie? Du bist für die Rostkuppler-Rotte! Was bist du denn für ein Hundesohn?